So, hallo zu einer weiteren Folge Kocht mit, bleibt fit. Heute wird es ein wenig frühlingshaft. Wir haben hier wunderschönen Spargel. Dazu machen wir ein paar Kartoffelchen und ich zeige euch, wie man heute eine schöne, fluffige Hollandaise macht, ohne dieses Wasserbad und ohne diese Angst, dass das gerinnt und hin und her. Und dann zeige ich euch, wie man eine schöne Hollandaise aufschlägt. Dazu braten wir ein bisschen Lachs, den könnt ihr so küchenfertig kaufen. Und ja, dann lassen wir uns doch direkt beginnen. Wir müssen gucken, dass wir die Kartoffelchen auf den Herd kriegen. Die und der Spargel brauchen am längsten. Da suche ich mir jetzt schon mal die kleinsten raus, die dann am schnellsten kochen sollten. So. Okay. Die stellen wir auf mit ein bisschen Salz. Spargel schälen und zum anderen müssen wir eine Reduktion, das heißt eine Weißweinreduktion brauchen wir, um ganz einfach der Hollandaise ihre Basis des Geschmacks zu geben. Dazu schneiden wir jetzt gerade ein paar Schalotten klein, dann gibt es ein bisschen Weißwein und ein bisschen Weißweinessig und dann wird das Ganze um die Hälfte reduziert, auskühlen gelassen. Und das bildet die Basis für unsere Hollandaise. So. Alles gut. Jetzt schneiden wir dann einfach mal die Schalotten klein. Dann geben wir noch einen schönen, feinen, süßlichen Geschmack. So. Okay. Da brauchen wir, wie gesagt, laut Rezept für 4 Personen 200 ml Weißwein. So. Dann brauchen wir ein wenig Essig. Den Essig am Anfang ein bisschen vorsichtiger und nachher, wenn es reduziert ist, beziehungsweise wenn das die Hollandaise aufgeschlagen ist, dann könnt ihr auch nochmal mit ein bisschen Essig nachdosieren, weil ich bin der Meinung, eine schöne Hollandaise braucht ein wenig Säure, weil die Soße, man hat nicht viel Soße auf dem Teller und das bisschen muss sehr prägnant sein. So, dann kommt noch ein paar Pfefferkörner hinzu. Ja, die kann man jetzt mit dem kleinen Töpfchen oder hier. Was man zu Hause hat. So. Gut, jetzt geben wir noch ein paar Pfefferkörner hinzu und lassen das Ganze um die Hälfte reduzieren. In der Zwischenzeit können wir uns um die Spargel kümmern. Wein, Essig, Schalotten und Pfefferkörner. Ganz klassisch. So, jetzt geht es zum Spargel. Da haben wir zwei Techniken haben wir hier. Einmal nehmen wir den in die Hand und schälen von oben runter. So, die Kartoffeln kochen, die kann man ein bisschen kleiner stellen. So, da müsst ihr wirklich schön schauen, da sieht man, wenn dann noch ein bisschen Haut dazwischen ist, dass man dann zwei Runden durchkommt. So, oder man hat die Möglichkeit, einen anderen Schäler, den legt den Spargel aufs Brett und schiebt den Schäler sozusagen einfach am Spargel vorbei. Dieser Schäler hier ist ein bisschen dicker, da reicht schon eine Runde. So, ich habe ganz klar meine Favoriten. Ich mache die Spargel am liebsten liegen oder ganz leicht angehoben. Das geht für mich am schnellsten.
So, was ihr gerne noch machen könnt, ich habe hier schon mal einen Topf für die Spargel aufgestellt, den auch langsam zum Kochen bringen. Denn die Spargel hier, je nach Dicke, benötigen auch zwischen 8 und 15 Minuten, wenn das richtig dicke sind. Aber hier, die sind so mittelmäßig, ich denke, 10 Minuten sind die gut. So. Tja, der Frühling steht vor der Tür. Wir kriegen sie alle gar nicht richtig mit. Sonntag soll es ja schon über 20 Grad werden. Und ja, wir sind immer noch zu Hause. Wir wissen immer noch nicht genau, wie es weitergeht, beziehungsweise wann es weitergeht und ob es weitergeht wie vorher. Aber mit diesen Ängsten und diesen Sorgen sind wir ja nicht alleine. Das hatten ja viele Personen. Ups, das kocht ein bisschen über. Der Privatmann wie der Großunternehmer, wie das kleine Unternehmen, der Bauer, der Winzer, der Gastronom, da sind alle gleich betroffen. Abgesehen vielleicht von Klopapierproduzenten, die erleben momentan ein Hoch, aber gut. So. Dann geht's weiter. Was ich auch ganz gerne mache mit dem weißen Spargel, nicht nur kochen, sondern einfach klein schneiden als Ragout und dann einfach ein bisschen anbraten. Das hat auch einen ganz tollen Charakter, weil natürlich verliert der Spargel beim Kochen ein bisschen. Spargel verliert natürlich ein bisschen Geschmack beim Kochen und das ist halt Laug daraus und das bei ganz frischen Spargeln, kaum Bitterstoffe drin sind, kann man das sehr schön machen. Wenn die Spargel ein bisschen älter sind und holziger werden, dann ist das natürlich schwierig. Die werden nur ein bisschen Bitterstoffe, das ist ja schon nicht jedermanns Sache. Aber grundlegend so ein grünes, weißes Spargelragout, nur kurz, ein bisschen Olivenöl angezogen, abgeschmeckt mit Salz, Pfeffer, ganz wenig mit Wein abgelöscht. Und das ist doch was ganz Tolles. Gut. Hier gucken wir gleich mal, wie weit wir sind. Mit dem Spargel. Ich bringe die alle noch auf die gleiche Länge, das heißt, das hintere holzige Stück schneide ich ein Stückchen weg. Kannst du mir vielleicht eine kleine Stielkasserolle aus der Okay, dann machen wir hier einmal sauber. Gut, wie versprochen, die Spargel schneiden wir hinten einmal ein bisschen ab. Und natürlich kann man, wenn der Spargel schon ein bisschen älter ist und bitter ist, um sagen wir mal ein bisschen
Geschmack, Bitterstoffe rauszuziehen, noch ein Stück Brot. Das brauchen wir bei dem frischen Spargel jetzt nicht. Oder wenn wir das Spargelwasser nachher noch, sagen wir mal, für eine Suppe, für den Spargelfond verarbeiten möchte, dann eignet sich das sehr gut, dass man da die Bitterstoffe ein bisschen rausfiltern kann mit dem Brot. So, jetzt brauchen wir eine. Jetzt schauen wir mal, wie viel auf das reduziert ist. Ja, das passt auch schon. Das ist genau die Hälfte. Ein Zufall. So, dann brauchen wir jetzt diesen Fond gleich hier drin. Wir trennen jetzt die Eier und benötigen wir nur das Eigelb für die Hollandaise. So, dann nehmen wir Medium-Eier, also Medium-Größe. Das sind dann ungefähr 20 Gramm Eigelb. Ja, ein Ei hat 30 Gramm Eiweiß, 20 Eigelb und 10 Gramm die Schale. So eine Mediumgröße. Und wir haben jetzt 120-130 Milliliter Fond bzw. Reduktion. Und darauf geben wir jetzt ungefähr 80 Gramm, 70 bis 80 Gramm Eigelb. Und das ist die richtige Basis, sagen wir mal, dass wir diesen Fond schön cremig aufschlagen können, die Reduktion. So. Worauf wir jetzt aufpassen müssen, ist natürlich, der ist noch sehr heiß, der Fond. Das kann man sich auch vorbereiten schon. Deswegen müssen wir den jetzt langsam in die Eier rühren. Ja, das machen wir jetzt langsam, dass das nicht gerinnt, weil das ja noch kochend ist. Aber darf man hier nicht. Schon ein bisschen klein schneiden, die wir benötigen. Und die soll so ein bisschen handwarm sein. Die kann man auch draußen liegen lassen. Früher hat man gelernt, ja, die Butter, die muss geklärt werden und dann muss sie aufgekocht werden und dann muss sie von der Wolke getrennt werden und dann gibt man die flüssige Butter rein. Aber unser Trick oder mein Trick, den ich heute verraten möchte, ist die handwarme Butter einfach reinrühren. Und dann merkt man schon, wenn die Hollandaise schön aufgeschlagen ist, dass die schöne Bindung bekommt. So, also zum Würfelchen hier, legen die in die Nähe von dem Topf, dann kann der Ganze noch ein bisschen auftauen, beziehungsweise nicht auftauen, kann beziehungsweise warm werden. Das. Jetzt stechen wir einmal mit einem kleinen Messerchen unsere Kartoffeln und gucken mal, wie weit die sind. Die brauchen noch einen kleinen Moment, aber wie gesagt, wir müssen ja jetzt das Ganze hier aufschlagen. So, die kochen wir in das hier drüben. So, ich habe jetzt auf mittlere Hitze. Wir brauchen eine Stielkasserolle, dass man den gut in der Hand halten kann. Und schlagen jetzt immer schön die Masse auf. Das ist ein bisschen Arbeit. Früher hat man das ja immer gemacht im Wasserbad, dass das nicht so viel zu heiß wird. Aber man sieht direkt, wenn es anfängt zu stocken, dicker wird, einfach mal runternehmen und weiter schlagen. Jetzt ist es noch nicht so weit. Aber so, der Spargel kocht auch. Genau, der kann so langsam vor sich hin blubbern. Und dann sollte alles rechtzeitig gleich fertig sein.
Spargel, wie gesagt, einmal aufkochen und dann auf mittlerer Hitze nicht zu stark kochen. So, jetzt wird es schon ganz ein bisschen konsistenter. Man sieht schon, dass die eine Bindung bekommen. Dann gehen wir mal rüber, dass es nicht zu heiß wird, und schlagen dann hier weiter. Hier sieht man immer mehr, dass die Masse schön dick wird. Ja, noch ein bisschen weiter hier. Ich habe jetzt auf 7 stehen, gehe jetzt nochmal rüber. Schalte jetzt mal ein bisschen runter, das ist mir jetzt dann doch ein bisschen zu warm jetzt, weil das schon in immer schönen Bewegungen halten. Aber jetzt sieht man schon, dass es richtig wie eine Sabayone wird. Und wieder auf den Herd, leicht Hitze geben und dann wieder runter oder anheben, dass man mit der Resthitze des Bodens des Topfes die Hollandaise zum Stocken kommt. So. Sehr schön. Das stellen wir mal kurz rüber. Einfach mal jetzt stehen lassen. Es hat ja noch, der Boden hat noch ein bisschen Hitze. Und wir können schon für unseren Lachs eine Pfanne aufwärmen. So. Ein bisschen Olivenöl oder ein bisschen Pflanzenöl hinzugeben. Ich mache jetzt mal beides, damit es nicht zu stark im Geschmack ist. Verdünnen wir das ein wenig. So, jetzt können wir unseren Lachs würzen. Ein bisschen Salz und Pfeffer. So. Und dann, sobald die Pfanne heiß ist, können wir die einlegen. Kontrollieren nochmal unsere Kartoffelchen. Die Verena kann mal gucken, ob sie ein bisschen Schnittlauch oder ein bisschen Petersilie findet. So, die Kartoffeln haben es gleich geschafft. Die kann man jetzt eigentlich abschütten. Ein bisschen Butter dazugeben. Und stellen die erstmal hier hin, die können jetzt noch ein bisschen ziehen. Und da haben wir noch ein paar frische Kräuter, die schneiden wir uns gleich. Also gut. Dann legen wir hier mal unseren Lachs ein. Eins, zwei. Bei der Größe, das sind so 70 Gramm Stücke, die können 5-6 Minuten, jeweils 3-4 Minuten auf einer Seite. Ich schneide jetzt ein wenig Schnittlauch. Was ich schön finde, ist immer an die Kartoffelchen ein bisschen Petersilie oder ein wenig Schnittlauch oder auch ein paar frische Kräuter in die Hollandaise. Klassisch, die Bernays wäre mit Estragon. Aber man kann ja auch einfach so eine Kräuter-Hollandaise machen. Das ist ja einfach super lecker und auch sehr schön und farbenfroh nachher. Sehr gut. So, jetzt haben wir die richtige Konsistenz. Jetzt holen wir die handwarme Butter und rühren die hier rein. Und die schmilzt jetzt, die Butter. So, schaut mal da. Jetzt bekommt die Hollandaise diese Cremigkeit. So, das finde ich sehr schön. Gut. Jetzt muss man halt den kompletten
die komplette Butter aufrühren. Ja. Gut. Und dann kann man die bei 1 nochmal auf den Herd stellen und sich mal um den Lachs kümmern. Der brät schon. So, den Lachs haben wir jetzt von einer Seite ein bisschen Farbe gegeben, drehen ihn rum. Zwei Flocken Butter dazu. Okay, das waren 4. Und dann stellen wir das bei kleiner Hitze, lassen wir das jetzt ziehen und kontrollieren natürlich unseren Spargel, ob der schon gar ist. Jawohl, der Spargel ist auch gar. Die Hollandaise ist fertig. Worauf genau achte ich jetzt, wenn ich den Spargel überprüfe, ob der gar ist? Ja, einfach wie bei Kartoffeln mit dem Messer reinstechen. Man kann mal einen Spargel rausholen. Guck mal, hier haben wir noch eine Spitze, die ist mir vorhin abgebrochen. Die kann man einfach mal jetzt aufschneiden, sagen, okay, der muss ein bisschen Biss haben, der Spargel. Ja. Aber dennoch weich sein. Also er darf jetzt nicht, wie soll man das nennen? Das ist ja, er muss weich gekocht sein, aber er muss noch stehen. Er darf jetzt nicht, wenn er zu lang gekocht ist, könntest du ihn so nicht mehr hinstellen, sondern würde er dann umkippen. Das heißt, wenn ich den über so einen Schöpflöffel oder so drüberlege, wenn er so ein bisschen anfängt, sich zu biegen, dann ist er eigentlich fertig. Dann ist er schon zu weit, ja. Genau, wenn er sich jetzt ein bisschen biegt, ist er eigentlich fertig so. Und er ist noch nicht übergar. So. Sehr schön. Jetzt richten wir ihn an. So, kannst du mir zwei weiße Teller haben wir da vorne? Größen. Klassisches Format Willeroy und Boch Basket. Ach, zwei verschiedene sogar. Das macht es so. Der Lachs ist jetzt gar gezogen. Die Kräuterhollandaise ist fertig. Die Kartoffelchen, die hatten wir in der Butter jetzt noch ein bisschen ziehen lassen. Die kriegen noch von mir ein bisschen Petersilie. Da machen wir so ein Petersilienkartoffelchen raus. Und jetzt richten wir unseren Spargel an. So. Das sieht lecker aus. So. Gut. Dann benötigen wir zwei schöne Tranchen von dem Lachs. Dann richten wir noch ein bisschen Kartoffelchen an. So, jetzt haben wir hier natürlich und jetzt kommt das Beste. Schaut euch die Konsistenz an. Das ist eine Hollandaise. Wenn ihr es mögt, immer noch mal ein wenig nachsalzen beziehungsweise noch ein wenig Essig dazu. Und da wünsche ich guten Appetit. Bis morgen. Da verwünsche ich euch mit ein wenig asiatischem Essen. Und da freue ich mich schon auf ein paar Garnelen in einer Kokoscurry. Was wir nicht vergessen dürfen natürlich, wir haben die Hollandaise mit einem feinherben Wein gemacht.
Dafür empfehlen wir natürlich, beziehungsweise die Verena hat sich da ein paar Gedanken gemacht. Ja, es ist so, wie wir es ja auch schon bei anderen Gerichten jetzt vorher hatten. Es bietet sich natürlich an, den Wein, den man nachher dazu trinkt, auch irgendwo im Gericht in der Soße meistens dann zu verwenden. Das hat der Raphael ja schon getan. Das ist unsere 2018er Apotheke Feinherb. Wir mögen es sehr gerne, Feinherb zum Spargel. Das ist dann natürlich wie bei jeder Weinempfehlung immer so ein bisschen Geschmackssache. Ein anderer wird vielleicht lieber einen trockenen Wein dazu trinken. Aber ich finde, diese ganz zarte Restsüße, diese fruchtbetonte Note bei den feinherben Weinen passt immer sehr schön zum Spargel. Und dann wünsche ich auch einen guten Appetit. Die Spargelzeit hat begonnen und wir freuen uns alle schon drauf. Ja, zum Wohl und lasst es euch schmecken. Zum Wohl. Und wie gesagt, morgen wird's asiatisch. Viel Spaß, viel Vergnügen. Lasst euch nicht unterkriegen. Wir schaffen das.